So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Quake 2. Jetzt habe ich ja Quake 1 gespielt, jetzt kommt Quake 2 dran. Ich verliere keine vielen Worte, ich fange einfach direkt an. Okay. Hier meine kleine Bruchlandung hingelegt, wie man sieht. Nun, Quake 2. Wir meinen, F1 drückt, kann man hier Kills, Secrets und auch unsere aktuelle Aufgabe ansehen. Wenn man Tab drückt, dann haben wir irgendwie Items. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Quake 2 jetzt noch nicht aus. Ich habe nur das erste Level mal ein bisschen angespielt, glaube das zweite auch. Schon eine Weile her. Das hier weiß ich noch, dass man hier runtergehen kann. Okay, mal schauen. Aber wirklich auskennen in den Levels tue ich mich nicht. Also ich gehe jetzt einfach nochmal so ein bisschen rum und guck, was mir nochmal so machen konnte. Ich glaube, hier war ein Secret, ja. Na. Jemand hat auch Granaten. Keine Ahnung, wie genau man die nochmal einsetzt. Ich glaube, da hinten lang gehen war gar nicht so eine gute Idee. Wir gehen am besten wieder hier rein. Oh Mann, die Mucke von Quake 2 ist so gut, ne?
Könnte man direkt in den Industrial übergehen. Okay, jetzt will ich ein paar Gegner abknallen, aber zuerst muss ich, glaube ich, hier noch runtergehen, ja, ja. Weil hier war, glaube ich... Oh, hier sind schon die ersten Gegner. Endlich. Nice. Ja, stimmt, unsere Pistole hat übrigens unendlich Munition. Ach, der hat nochmal geschossen, okay. Ich glaube, das können die Gegner hier tatsächlich, wenn sie am Sterben sind, können sie nochmal schießen. Hin und wieder. Mit ihrer letzten Kraft. Na, wo bist du? Sehr schön. Hier, erstmal ihn zum Platzen bringen. Das ist immer schön, wenn man Gegner zum Platzen bringen kann. Sehr schön. Schrotflinte. Hier kann man das hier mal ganz nah an diesen Spalt drücken und dann einfach das kaputt machen. Dann kann man sich noch Munition mitnehmen. Wo sind wir jetzt genau? Ach, jetzt sind wir auch wieder hier. Ah. Ja, ja, hier hat man ein paar mehrere Wege. Nicht schlecht. Aber hier haben wir sonst, glaube ich, nichts mehr. Geht man hauptsächlich für die Schrotflinte, denke ich mal. Wir haben ja noch einen anderen Weg. Oh, was haben wir hier? Nix, okay. So. Schrotflinte. Ah, funktioniert auch schon mal sehr gut. Oh Mann. Sehr schön. Ui, die machen mir gut Schaden, die Guten hier. Halleluja. Oh Mann. Sehr schön. Okay. Na, ich wollte ihn noch zum Platzen bringen. Ist hier noch jemand? Ich bin bewaffnet. Vorsicht. Ich glaube, hier ist niemand mehr. Weiß gar nicht, kommen wir hier rüber? Nee. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, das ist auch wieder der Weg nach da hinten hin, glaube ich. Ja, ja. Gibt sehr oft einen Weg nach da hinten, offensichtlich, wie man sehen kann. So, mal schauen. Hier war doch auch noch was, genau. Silencer. Wie setzt man den ein und wo? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ey, ich guck gerade was. Blöder Gegner. Ah, okay. Hier kann ich eine Granate auswählen. Sehr schön. Wie sind die so? Ah, braucht ein bisschen zum Explodieren. Also wahrscheinlich eher was gegen große, langsame Gegner. Sehr schön, das Leben brauche ich. Die sind relativ fies, also vorsichtig sein. Wenn man es hinbekommt, am besten den Dings provozieren, den Nahkampfangriff, dem dann ausweichen. So, und das hier kenne ich auch noch. Sehr schön. Ach, da ist noch einer. Okay. Na, wo bist du hingegangen? Oh je, da bist du. Sehr schön, sein Kopf ist ab. Das gefällt mir gut. Da ist noch einer. Sehr schön. Und tschüss. Ah ne, stimmt. Hier muss man F1 drücken. Alle Kills, alle Secrets. Unser Goal ist, dass wir zum Aufzug müssen. Der ist hier. Dann mache ich hier mal ganz kurz einen Save. Sehr schön. Okay, im nächsten Level. Oh, ich liebe diesen Track. Bester Track aus Quake 2, wenn man mich fragt. Oh Mann!
da ist ja noch einer. Oh, oh shit. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Viele Gegner gerade hier, die schon auf mich schießen wollen. Können wir das Feuer erwidern? Die sind doch hier oben irgendwo. Ah ja. Sehr schön. Na also. Was haben wir denn hier? Use sewer tunnels to gain access to the comm center. Ja gut, machen wir, denke ich mal. War da nicht noch einer? Keine Ahnung. Oha. Vorsichtig sein. Und tschüss. Sehr schön, er platzt. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Oh Mann. Oh, verdammt. Dachte, ich schaffe es, seinen Nahkampfangriff zu provozieren. Wäre natürlich besser gewesen. Oh, wir heilen uns sogar über 100 Leben. Ja, krass. Das wusste ich nicht. Wo sind die Gegner? Da haben wir einen. Und da ist er tot. Sehr schön. Bullets. Dafür haben wir noch keine Waffe. Sehr schön. Und erschossen. Sehr gut. Hier sich duckt, weil er am Leben bleiben möchte, der Arme. Lass ich aber nicht zu. Oh, also. Oh shit, oh shit. Einmal mit der Pistole treffen und zwei Schrotflintenschüsse reichen auch gegen die größeren. Das ist natürlich sehr gut zu wissen. Da wurde ich überrascht. Sehr schön. Nice. Platz mal bitte, danke. Sehr schön, Rüstung. Nochmal ein bisschen Leben. Oh, das kann ich schon gar nicht mehr aufnehmen. Wofür kriegen wir die ganzen Bullets, wenn wir keine Waffe dafür kriegen? Muss ich mich schon fragen. Dann schauen wir mal. Wir können hier doch bestimmt wieder runter irgendwie. Ich weiß nicht, fährt der Aufzug mich runter? Nö. Ja, dann. Dann machen wir das so. 101 Health. Warum 101? Was ist das hier hinten eigentlich? Ach so, wir haben hier eine Waffe. Ah, ja, nice. Warte mal, wir müssen ja gar nicht runter sogar. Aber zum Glück bin ich, weil jetzt habe ich die Waffe gefunden. Die ist bestimmt relativ gut gegen die hier. Ja, ja. Okay. Na also. Oh, wow, gegen die sehr gut. This door is opened elsewhere, das kennen wir doch. Sehr schön. Oh Mann. Wunderbar. Wunderbar. Na also. Hier haben wir nochmal ein paar Shells. Ich glaube, hier kann man noch nicht rüber. Ich glaube sogar, dass man erst in das nächste Level muss und hier sogar nochmal wieder zurückkommt, weil es wird zwar ein bisschen komplizierter dann, aber es ist hier nicht so, dass man ein Level einfach nur beendet. Also hin und wieder kommt man tatsächlich zurück, so hubmäßig. Na, sehr schön. Haben wir hier noch etwas?
Ich glaube, dahin muss man dann. Und jetzt ist halt auch die Frage, wie das mit Secrets ist, weil ich glaube, auch Kills und Secrets kann man zum Teil erst später finden. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich das dann schneiden soll, ob ich das dann... Oh Gott. Ich glaube, dass das jetzt sogar das Levelende sein dürfte.